Max. Prost! Und willkommen zu den Linkenheimer Gesprächen. Linkenheimer Gesprächen der 30. Folge, glaube ich. Ich glaube, es ist die 30. Folge. Oh, okay. Ja. Jubiläum. Und dann zum Wohl. Zum Wohle. Mm. Oh, ich habe in der letzten Zeit immer so einen riesen Durst, weil es aber auch einfach verdammt heiß ist. Richtig. Die letzte Folge, als wir die aufgenommen haben, war, ich habe geguckt, irgendwann Anfang Februar, da war es noch arschkalt. Ja, da hatten wir doch den Eindruck, es wird gar nicht mehr warm. Ja? Richtig. Und immer, wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich immer erstmal einen Kühlschrank aufmachen und dann so ein kaltes Zitronensprudel und erstmal... Ja. Da sprichst du aber schon direkt, ich muss mich selbst unterbrechen zum Trinken. Mm. Ah, danke für dieses leckere, sehr kalte Heineken, das ist genau richtig, ja. Da sprichst du genau das Richtige an, weil mir geht's genauso. Und ich habe aber das Problem, ich weiß dann gar nicht, was ich trinken soll. Ich habe dann so einen Bock auf was Fruchtiges. Ja. Aber es darf nicht zu süß sein. Es soll schon noch diesen Durst stillen. Weil wenn du zu viel da von dem Süßen hast, kriegst du irgendwann dieses im Magen, dieses... Ja, und dann kriegst du so eine Klebefresse dann irgendwie und so. Aber es darf auch nicht zu wenig sein, weil dann schmeckt es so wässrig und es hat nicht mehr diesen befriedigenden Charakter. Und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ich habe tatsächlich bin ich dazu übergegangen in letzter Zeit, ich habe Coke Zero zu Hause. Relativ kontinuierlich die letzten 4-5 Wochen, was einem trotzdem diese Pappklebfresse verpasst, aber irgendwie brauche ich das gerade. Ja. Also ich bin auch sonst eher bei den nicht zuckerhaltigen Getränken, weil Kalorien sind eine Sache, aber Zähne sind natürlich auch nochmal eine andere Sache. Ja. Ich bin ja sowieso nicht mit den besten Zähnen gesegnet. Und hab ja früher, gab es ja kaum Light-Produkte oder die kamen ja erst dann so richtig, aber in meiner Kindheit war das nur nichts, dass es jede Variante in Light gab. Es gab nur Cola Light so richtig und das hat eigentlich fast niemand getrunken. In Deutschland, das ist ja so ein amerikanisches Ding. Genau, Diet Coke. und dann, okay, meine Zähne hat das natürlich ruiniert und das ist natürlich einer der Gründe, aber in... Irgendwie immer, wenn es so sommerlich wird, dann kriege ich dieses Freibadgefühl. Ja, weißt ja, ich weiß genau, was du meinst. Wo ich dann Bock auf eine Pommes mit Ketchup habe und dazu einfach eine fucking Zitronenlimonade. Ja. Und da gibt's auch gute und schlechte. Und man muss immer eine finden, die für einen passt. Aber dann, wenn ich trinke, denke ich, oh geil. denke ich mir, das ist ja im Prinzip das Mineralwasser mit ein bisschen Zitronen. Nein, das ist natürlich noch schlimmer als eine Cola. Ja. Aber ich liebe einfach Zitronenlimo im Sommer. Und das ist ja irgendwie auch unser Thema, Zitronenlimo im Sommer. Nein, wir haben... Ne, in gewisser Weise ist es das schon eigentlich. Es ist schon eigentlich alles. Ja, wir dachten, irgendwas mit Sommer und Hitze. Wir machen heute ein Summer Mixtape. Mixtape heißt, wir sprechen über verschiedene Themen zu einem Überthema. Und das Überthema ist Sommer. Eigentlich haben wir einfach gesagt, let's Hitze. Roll. Richtig. Und dann gucken wir mal. Ja, let's roll die Tape. Das Problem, dass uns zum Reden nichts einfällt, haben wir nicht. Ja. Ich muss auch sagen... Du rufst direkt bei mir so eine Kindheitserinnerung ab, die, glaube ich, auch in dem drinsteckt, was du gesagt hast bei dir. Nämlich, erinnerst du dich damals in der Grundschulzeit, hatte jeder diese Kästen zu Hause. Und zwar süßen Sprudel und normalen Sprudel. Yeah. Und ich erinnere mich, dass wir... Also für alle, die eher aus dem Norden sind, süßer Sprudel ist Zitronenlimonade. Ach, und saurer Sprudel ist ein Mineralwasser-Perlend. Richtig, ganz weil das genau. Das ist eher was Süddeutsches. Das habe ich auch nicht gewusst. Stimmt, aber Sprudel sagt man eigentlich nur... Nee, ist eher so bei uns Richtung... Ich weiß, dass man in Hessen sagt man mit Bitzel mit oder Bitzel, ohne. Ja, genau. Aber mit Gas. Mit Gas, genau. Aber ich, also ja, das ist was Süddeutsches. Und das hatte jeder. Und auch Säfte, ich erinnere mich, wir sprechen ja Grundschulzeit, sprechen wir jetzt hier von 1990 bis 94 oder so, 91 bis 94 um den Dreh. Da hatten alle auch Säfte zu Hause, aus denen man dann Schorlen gemacht hat. Ich weiß auch, bei uns gab es immer, also es gab tatsächlich nur sauren Sprudel und stilles Wasser, weil meine Eltern eigentlich immer eher stilles Wasser getrunken haben. Du bist auch so ein stilles Wasser. Genau, richtig. Das hat allerdings was mit dem Sodbrennen tatsächlich zu tun. Und das ist bei Kohlensäure dann einfach nervig. Aber ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt. Ja, wir sind halt alte Säcke mit Problemen. Ich stelle mir gerade halt vor,
du erzählt hast, ja, ich darf die Coke Zero, eine Coke Zero Natural ohne Kohlensäure. Ja, oh Gott, nee. Aber ich glaube, das ist wirklich eklig. Nee, das ist sau. Boah, das ist sau eklig. Das klingt schon von das der Idee. Das ist eigentlich wie, wenn du diesen Sirup, den du normalerweise im DK oder im Soda-Stream und dann einfach nur stilles Wasser reinmischst. Das ist irgendwie, das klingt nicht so geil. Das ist wie den Motor nicht anmachen. Also, ja, da hatten alle die Säfte und alle haben Schorlen gemacht. Und damals habe ich dann tatsächlich aber auch Sprudel getrunken. Und man hat die ganze Palette durchgemacht. Erinnerst du dich auch noch, dass man manchmal Sachen gemixt hat? Also ich weiß noch zum Beispiel, Orangensaft und Apfelsaft hat, glaube ich, zusammen nach Ananas geschmeckt oder irgendwie sowas. War alles dieser künstliche Kram, ja. Und irgendwann kam dann das Bier. Ja, Was ich auch mit Sommer verbinde, weil ich es im Winter wirklich nur selten trinke, ist halt eine Weinschorle. Ja, stimmt. Und bist du Weinschorlen-Trinker? Ich würde sagen, es ist so, wie du es beschreibst. Wenn das so heiß ist und man sitzt dann draußen auf dem Werder oder so damals, ja, und dann gab es immer Schorle oder Schorlito. Die Schorlito war dann, wenn man das halt... Schorlito. Ich dachte auch mal, es klingt echt irgendwie scheiße. Aber die Freundin, die das immer getrunken hat, bei der war das immer so, ja, sie muss dann noch früh raus und dann trinkt sie lieber 3 Schorlito, weil sie dann länger Alkohol trinken kann. Was ist dann Schorlito? Schorlito ist einfach eine ganz dünne Weinschorle. Okay, also eine schwäbische Weinschorle. Sozusagen. Also auch für die von weiter oben, es gibt die schwäbische Weinschorle, das ist dann so ein Viertel Wein und 3/4 Sprudel, entweder süß oder sauer, je nachdem, da können wir rechnen. Die badische, das ist halb-halb und die Pfälzer, das ist 3/4 Wein und 1/4 oder Wasser. Mal auch einfach Scheiß drauf. Ich weiß nur, letztes Jahr war ich mit der Family, wir fahren halt immer in die Pfalz rüber, wir sind ja hier Rheinebene, man ist ja schnell drüben und da gibt's ja dann gerade in den Pfälzer Bergen 10 Millionen so Weinbauern und Orte, die bestehen eigentlich nur aus diesen Weingeschäften. Bestehen nur aus Saufen. Eigentlich, ja, richtig. Und dann fährst du halt irgendwo hin und irgendwann hast du diesen Vibe und sagst, komm, da, bei dem fahren wir jetzt in den Hof. Aha. Und dann haben wir uns da halt Wein gesaugt und waren oben auf dem Naturfreundhaus Edenkoben, kennt man hier unten. Ja, Edenkoben, richtig. Da habe ich doch den Witz 3 Koben eigentlich her. Genau. Ne? Also, aber gut, den sprechen wir. Wir bestellen halt so eine Weinschorle und ich dachte halt, ja, der macht halt so eine Halb-Halb-Schorle, weil das ist ja auch für die teure. Die schwäbische Variante kostet auch nicht so viel. Und ich stehe da und die haben halt dann diese 0,5. Ja, ja, das sind halt Gläser. Oder bis 1 Liter Humpen da, weißt du, und schenkt den Wein. Ich hab Schorle gesagt, ne? Ja, Schorle. Und dann oben noch so ein Daumenbreit noch so Wasser. Und aber vor allem im Sommer ziehst du das ja so schnell runter, ja. Weil eine Schorle, du schmeckst ja das gar nicht mehr. Und dafür ist es cool. Also als ich noch geraucht habe, war ich da auch eigentlich... Ich war tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, als ich noch geraucht habe, viel experimentierfreudiger, weil du ganz oft durch die Zigarette einen bestimmten Geschmack neutralisieren konntest, sage ich mal. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich glaube, das verstehen vornehmlich Raucher, aber du hast halt, wenn du jetzt was sehr Saures hattest oder so, hat der Rauch das irgendwie wieder geglättet. Oder wenn es besonders süß war, ging das auch einigermaßen. Hast du immer so ein Gegengewicht, ja? Vielleicht war es auch einfach nur irgendwie. Weil du verlierst einfach den Geschmack generell, ja. Den verlierst du sowieso dann. Und das ist aber bei diesen billigen Schorlen, die ich da getrunken habe, auch echt egal gewesen. Aber ja, in der Pfalz, also da haben die auch diese Weinfeste. Und da habe ich das auch ganz oft schon beobachten können, dass die dann halt, also die trinken das einfach wie wir so ein Bierchen 0,3 trinken, haben die halt ihre 0,5 oder 1 Liter Dinger da und ballern sich den Weißwein rein. Ich sage, neuer Wein und Zwiebelkuchen. Genau. Und, das ballert ja wirklich, das haut einfach, geht so schnell in den Schädel. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie diese joviale Art und Mentalität, die dann die Pfälzer und Pfälzerinnen da haben, das passt einfach super da auch drauf. Ja. Da kannst du halt echt Spaß haben eigentlich. Ja. Bist du eher saure oder süße Weinschorle? Saure. Also ich mag generell süßen Alkohol, erst seit ich dich kenne tatsächlich. Und auch da eigentlich über den Whisky Sour bin ich da hingekommen. Ja. Klar. Der ist auch nicht wirklich süß ist, sondern so dieses süß-sauer, es sind da beide Komponenten. Also ich mag deinen Gin Basil Smash, der ja sehr süß ist, den mag ich sehr gerne, den Moscow Mule. Gin Basil Smash! Smash, genau. Das finde ich ganz geil, aber grundsätzlich mag ich eigentlich eher sauren oder trockenen, also jetzt Wein sowieso, weil du gefragt hast, trink eigentlich lieber Rotwein, aber ich verstehe halt, wenn es so heiß ist. So ein Rotweinschorle ist halt aber auch nicht so geil. Das ist nicht so geil, also ich weiß, einmal war ich in Italien mit meinen Eltern
Und tatsächlich, das klingt jetzt so Klischee, war mir langweilig in der Toskana, langweilig in einem positiven Sinne. Ich wusste halt nicht so genau, was ich machen soll. Ich war mit meinen Eltern dort, ja, als Student. Und dann habe ich mir einfach eine Flasche Wein geschnappt und habe mich da in dem Garten halt an den Baum gelegt. Geiler Style. Und habe einfach die Flasche runtergehauen und geraucht. Und es war auch, ich hatte, glaube ich, schon das erste Smartphone, aber das war noch nicht so, dass da Spotify-Musik oder so. Ja. Und ich saß da einfach, habe halt geraucht und den Wein reingeballert und hatte einen Mordsschädel, weil es auch total heiß und war. Steht man dann so wieder auf und so. Ja, genau. Also ich dachte wirklich so, es war ein richtiger Rausch tatsächlich. Aber es war ein schöner Rausch und ich war ja direkt zu Hause. Also und da habe ich gedacht, Wein hat manchmal wirklich was Drogiges von dem ganzen Alkohol. Das ist so, wenn du Whisky trinkst und die anderen Sachen, das ist alles geil, ich liebe das. Aber das hat eher was von Kneipe oder Saufen oder abends gediegen oder ja, das hat so verschiedene Fächer. Und Wein hat manchmal so was Magisches, finde ich tatsächlich. Wein hat ja auch in dem Sinne eine super große Spannbreite. Also ja, bei Bier hast du halt, klar, du hast billigere und teurere Biere, aber die haben nicht dieses Spektrum wie bei Wein, wo du sagst, okay, es gibt die totale Plörre und dann gibt es diesen super edlen Mont Chardonnay Noir Neuf aus 47er Jahrgang, sondern gibt es so, wahrscheinlich gibt es das, aber so ultra teure Biere. Ja, ich meine, es gibt ja es gibt überall die Spitze im Luxusbereich, aber ich glaube, es ist schon beim Laden Bieren kriegst du halt, klar, du kriegst halt die größeren Marken, die etwas wert sind. Dann natürlich diese etwas besonderen, die IPAs, die ja nicht Indien, sondern India Pale Ales sind. Das habe ich von dir gelernt, ne? Nein, das habe ich von dir gelernt. Hab ich dir das gesagt? Ja, in Trier, als wir da bei dem Burgerladen waren, hast du mich dazu gebracht, ein IPA zu trinken. Und dann hast du mir noch diese Lektion gehalten, dass das kein Indian Pale Ale ist. Voll witzig. Ich denke dann immer so, wenn es irgendwas Kluges ist, habe ich es wahrscheinlich von dir. Aber in dem Fall ist es offensichtlich umgekehrt. Ja, okay. Aber es ist halt nicht so dieses, ich gehe in den Laden und heute lasse ich mir mal so ein 30-Euro Bier raus, das gibt es ja so eigentlich nicht. Aber Wein kann man sich ja auch dumm und dusselig zahlen, wenn man möchte. Richtig, ja. Was ist denn dein, also ich weiß ja eigentlich, was dein präferierter Wein ist, aber du bist ganz spät zum Wein und trotzdem ganz früh zum Wein gekommen, weil es ist, glaube ich, das Erste, was du getrunken hast, war so Wein oder Likör oder sowas in der Art. Also was ich immer mega geil fand, ist halt Likörwein. Mhm. Und ich dotze hier die ganze Zeit mit meiner Brille gegen den Plopschutz. Ja, was hast du ja immer voll ne? Ja, ich bin hier so ganz radiomäßig, ganz cool. Ja. Ich croon hier so ins Mic. Also, ich bin George Clooney. Rubadoo. George Clooney. Clooney. Oh no. Okay, bitte erzähl, bevor ich noch mehr schlecht. Genau, also ich bin ja lange, lange Zeit Ministrant gewesen und auch Oberministrant. Stimmt, ja. Und dann, das geht heute, glaube ich, auch nicht mehr, aber dann, sobald man lange genug dabei ist, gibt es Festtage, an denen in der Regel auch die Ministranten den Messwein angeboten bekommen haben. Mhm. Also auch Jüngere teilweise. Darf ich mal kurz eine Klammer machen? Ja. Messwein ist nach meinem Verständnis normaler Wein, der aber geweiht wurde, oder? Jein, also geweiht ist er. Es ist in der Regel aber, und deswegen komme ich drauf, ein Likörwein. Mhm. Also es ist nicht einfach ein Rotwein. Mhm, kommt natürlich auf die Kirche an, aber so der klassische Messwein, den man auch in diesen Läden kaufen kann, wo es diese ganzen Goods gibt, die man so in der Kirche braucht, ist ein Likörwein, also dementsprechend auch eher so bei 13-15% gelagert. Mhm. Und es gibt seit Festtage, da kann man als Ministrant sowas in der Regel auch haben. Ich weiß nicht, heute macht man es wahrscheinlich dann nur noch mit denen, die schon 16 sind. Wäre interessant zu wissen, ja. In den 90ern hat das keine Sau interessiert. Ja. Und dieser Festtag ist in der Regel Gründonnerstag. Weil Gründonnerstag ist, meine ich, auch so, dass auch die Gemeinde von dem Wein was bekommt. Normalerweise gibst du ja nur das Fleisch aus, also die Hostie. Das Fleisch. Naja, es ist ja das Fleisch. Es ist der Leib Christi. Gewandelt im katholischen Sinne ist es das Fleisch. Ja. Transsubstination, Substantation, Substantation. Bleiben wir bei Diablo 4, Transmogrifikation. Also ich will hier nicht zu sehr in den christlichen Glauben hineinspielen. Also der Wein und das Brot werden transmogrifiziert, sodass es am Ende dann halt irgendwie dann doch anders ist. Okay. Und genau, normalerweise kriegt auch die Gemeinde nichts von dem Wein, weil du müsstest ja ewig viele Pullen ausschenken und du nippst ja dann auch nur noch dran. Es ist ja die Geste, die das Ritual in dem Fall macht. Richtig, ne? Genau. Und
da dachte ich, ja, also dieser Likörwein ist ganz nett. Und als ich dann ab und zu mal auch normalen Wein probiert habe, mein Vater ist ein strikter Rotweintrinker und zwar so trocken, wie es geht. Ah, da muss ich mit deinem Dad muss ich dann auf jeden Fall ein Bier trinken. Auf jeden Fall. Bier, voll dumm. Aber weißt du, warum ich aufs Bier komme? Weil ich war ja früher ganz oft bei Max zu Hause, zum Abendessen noch manchmal, aber auch zum Mittagessen. Und beim Abendessen war ja dein Dad dann immer dabei. Und der hat... Also nicht immer, aber ich habe den halt ab und zu mal Bierchen trinken sehen. Genau, zum Essen gibt's bei uns keinen Wein. Ja. Zum Essen gibt's ein Bier, um danach so beim, wenn man im Sessel sitzt. Ah, das passt aber auch zu deinem Dad, so ganz gediegen. Und dann hier seine Soko Wismar reinmacht, dann gibt's einen Rotwein. Und deswegen komme ich drauf, aber ja, ich trinke auch am liebsten Kreidewein. Ja? Genau. Also ganz trocken. Forts Drogge, wie man dann im Badischen sagt, oder wie meine schwäbische Verwandtschaft sagte, Forts Drogge. Weil das natürlich gar nicht so doof eigentlich. Ja. Also mein Vater trinkt den Wein Forst Roger und natürlich durfte ich dann auch mal probieren und ich finde Forst Roger geht gar nicht. Also ich finde ein trockener roter. Ja. Ich habe gewöhnungsbedürftig. Irgendwie fehlt mir da auch so dieses Geschmacksgefühl oder ich bräuchte mal jemanden, der mich da mit bestimmten Sorten ranführt. Ist ja wie beim Whisky auch. Es ist ein bisschen ein acquired taste. Ja. Aber ich finde einfach bei ganz vielen roten irgendwie schmeckt mir das alles zu viel nach Wasser. Ja. Ich habe halt immer das Gefühl, es müsste mehr nach einem roten Traubensaft schmecken, aber das tut es nicht. Genau. Es schmeckt halt einfach wie ein Rotwein. Aber da kenne ich tatsächlich ein paar Weine, die ich auch habe zu Hause. Wir haben ja so eine, Sammlung ist übertrieben, aber wir haben ein paar gute. Und lass uns mal, du musst eh mal wieder vorbeikommen, lass uns dann mal einen roten aufmachen. Und ich glaube, da wäre was dabei, der dann so ganz fruchtig und auch dieses traubig-bärige dann das hat. Ist das, was das mag ich nämlich auch sehr gerne. Und beim Weißwein ist, ich kenne selbst bei den beschissensten Weißweinen, die schmecken alle nach Wein irgendwie für mich. Oder nach Traubensaft im besten Falle. Und da bin ich auch eher, ich komme auch mit einem trockenen Weißen klar. Das ist dann anders, finde ich auch. Aber so ein, ich habe auch nichts gegen lieblichen und Likörweine gibt es nicht so oft. Mm. Wir hatten jetzt letztes Jahr, wir waren an der Mosel. Und da gibt es natürlich auch Weine ohne Ende. Und da habe ich dann halt auch mal in einem Laden Fail erzählen gleich, ein paar, zwei Flaschen Eiswein halt mitgenommen, den du ja wirklich nicht häufig kriegst. Kriegst du ja in manchen Jahren gar nicht. Und Eiswein ist schon echt nice. Aber Eiswein ist dann, geil. Dann trinkst du halt Stück und denkst dir, wie viel Euro habe ich gerade getrunken? Ja, fuck. Das sind quasi Rosinen, ne? Aber also ich habe ja diese Neigung, manchmal ins Sterne-Restaurant zu gehen. Und unlängst habe ich da, stimmt gar nicht, nicht unlängst. Ich habe schon ganz lange keinen Eiswein mehr getrunken, aber ich glaube, das erste Mal, als ich Sterne essen war, habe ich Eiswein getrunken und war ziemlich, ziemlich angefixt davon, wie geil das ist. Ja. Es hat bei mir dann aber, also ich meine, das ist ja sauteuer, insofern macht man das eher selten. Und im Laden kriegst du ihn ja oft auch gar nicht. Ja. Stimmt. Meistens. Man kann aber behelfsmäßig eine Beerenauslese nehmen und die dann ja auch gut kostet. Aber da gibt es ja oft diese 330 Milliliter Flaschen, also kleine, und dann kannst du da so ein bisschen. Ich habe jetzt zwei Geschichten. Wir driften ab, aber es ist, glaube ich, das egal. Das ist Mixtape. Oder? Genau. Mixtape heißt, da kommt ein Song Lagwagon. Genau. ein Song, dann Taylor Swift und dann kommt Dimmu Borgir. Genau. Und dann kommt noch, wir müssen noch irgendwas Retrowave-mäßiges mit reinnehmen. Ja. Und Haken müssen wir nehmen, weil du das T-Shirt an. Richtig, genau. Wir haben zwei Band-T-Shirts da. Du hast dein Lagwagon-T-Shirt, ich habe das Haken-T-Shirt an. Das ist eigentlich ziemlich cool, ja. Ja. Mir sind zwei Geschichten eingefallen. Und zwar die erste. Lagwagon. Lagwagon oder La Jargon, ja. Ich habe gestern richtig gefailt. Ich bin, wie du ja weißt, geografisch überhaupt nicht bewandert. Mich hat es, ist kein Witz, lange Zeit gewundert, dass die Elbe nicht nur durch Hamburg, sondern auch durch Dresden fließt. Ich habe bestimmt 30 Mal nachgeschaut, wo die Donau verläuft. Und ich kann es dir immer noch nicht sagen. Ich weiß, dass sie bei Passau ist und irgendwo in Österreich. Und irgendwo in Ungarn und irgendwo in Rumänien und irgendwo in Slowenien. Siehst du, Ungarn hätte ich noch gewusst, aber nur, weil du mir das mal von der Kreuzfahrt erzählt hast. Rumänien wüsste ich dann schon gar nicht mehr. Also ich bin geografisch einfach ein absoluter Versager. Und unlängst hat eine Freundin auf Instagram ein Bild gepostet vom Loreley-Felsen. Ja. Dachte ich zumindest, als ich es gesehen habe. Okay. Und dann habe ich gefragt, habt ihr gesungen? Weil ich bürgerlich intellektuell rüberkommen wollte. Okay, du wolltest einen Gag machen.
der quasi schon mit impliziert, dass du kapiert hast, dass es genau bleibt. Richtig, ich wollte quasi auf eine elegante Art angeben. Ja. Und ich ahne, dass es nicht die Lorelei war. Doch, es war die Lorelei, aber es ist noch, es wird noch viel besser. Pass auf. Ich habe sie gefragt, habt ihr gesungen? Und sie meinte dann, hätten wir singen sollen? Und dann habe ich gesagt, ist das nicht die Mose? Ja, und sie so, Nein. Es ist so, nicht weit weg von der Mosel, genau. Aber es ist nicht die Mosel. Ja. Und dann kam raus, dass das der Rhein natürlich, naja. St. Goa, ja. Fail. Und die zweite Geschichte habe ich schon wieder vergessen. Schöne Gegend übrigens. Wir letztes Jahr auf der Rückfahrt, sind wir in St. Goa, Goarshausen vorbei. Ich war da tatsächlich auch schon. Da war der Rhein aber so flach durch die ganze Hitze, da standen die Containerschiffe und durften nicht mehr fahren. Da hieß es, okay, ihr kommt nicht weiter. Also Stau quasi. Ja, ihr kommt nicht weiter. Ist ja jetzt, irre. Ja. Weil es war wirklich, das war ja dieses, letztes Jahr hatten wir ja auch einen mega heißen Sommer. Ich war mit Freunden ja an der Mosel. Und die war okay, aber der Rhein war echt brutal. Mhm. Wir waren auch bei Rhein in Flammen in Koblenz, da gibt's ja diesen Schiffskonvoi, der dann da gemacht wird, durfte nicht gemacht werden, weil die zu gefährlich. Und dann waren wir halt oben auf dieser einen Burg, da gibt's ja diese verschiedenen Brüder- und Schwesterburgen in St. Okay. Goa. Weiß gerade nicht mehr genau, wie die heißen. Wo die eine diesem Japaner privat gehört, der hat die gekauft. Was? Und macht auch keine Besichtigung und sagt, nee, das ist meine Burg, da geht keiner rein. Nein, Wahnsinn, das, okay. Das ist quasi auf der Nordseite dann. Der hat die einfach gekauft, weil er Geld hat und scheiß drauf, genau, und macht richtig, sein Ding dann. Richtig, ja. Und lebt dann da oder was auch immer. Und da haben wir von oben runtergeschaut ins Rheintal, das macht er ja so eine Kurve in St. Goa. Und da stand alles und wir wundern uns noch, sind dann halt runtergefahren. Das ist doch bestimmt ein krasser Anblick auch, oder? Ja, und da war dann klar, ja, es ist gerade schwierig. Und da ist vorne ist halt so ein Frachter, der darf nicht mehr fahren, weil sonst läuft er auf den Grund und dann bist du am Arsch. Dann, ja. Also müssen die da jetzt halt stehen bleiben, solange bis hoffentlich vielleicht mal wieder was kommt. Wahnsinn. Und das war echt krass. Es gibt so oft Situationen, wo ich denke, wenn man so ins 16. Jahrhundert, du kennst ja meine Rede dazu, reinschaut, irgendwie in die Quellen, oder es gibt ja hier diese Tagebücher des Samuel Pipps, habe ich dir mal erzählt, wo man so ein bisschen Einblick in die Welt eines Menschen in der Zeit eben gewinnt. Und da denkt man so, was für komisches Leben, ja, was für komische Prozesse und was machen die so. Aber ich glaube, wenn man da steht und dieses Frachtschiff im Rhein sieht, die dann drauf warten, dass es regnet, das ist fucking same shit. Irgendwie, ja. Ich war da auch mal in der Ecke, weil ich einen WG-Mitbewohner hatte, der aus Koblenz ursprünglich kommt. Und der, als ich den da mal besucht habe, hat mich da so ein bisschen rumgeführt und da war das natürlich auch mit auf dem Plan. Ich erinnere mich aber nicht mehr so gut, was wahrscheinlich daran gelegen hat, dass wir am Abend vorher auf so einer Hüttenparty irgendwo waren. Ja, es war so hart, dass sogar der Kollege, mit dem ich da unterwegs war, und sein Freund gesagt haben, dass das früher nicht so hart zuging. Also, gut. Also, echt so eine harte Aussage. Ja. Früher ging das nicht so hart. Ja, wirklich. Ja. Aber gut, man war halt Student. Ja. Okay, was ist denn, gehen wir mal von den Drinks weg. Ich will noch eine Sache. Und da habe ich noch eine Frage. Nur eine Sache zur Mosel. Weißt du, wie die Moselquelle klingt? Die hat einen ganz besonderen Klang. Nee, aber hast du es aus der Mosella, weil du so ein Latein-Dude bist? Nee, ich hab's nicht aus der Mosella, das habe ich tatsächlich separat mal nachgeschlagen. Okay. Weißt du, wie der Klang der Moselquelle ist? Ja? Die Moselquelle ist also da, wo der Fluss sich draus speist, aus den Bergen dann irgendwo. Genau, oder? Da, wo die Mosel anfängt. Und die hat einen besonderen Klang. Die hat einen besonderen Klang, der wird in verschiedenen Quellen auf die ähnliche Art und Weise beschrieben, weil der so eine magische Qualität hat. Also pass auf, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte gerne raten, ob ja. Das ein Szenario mir erlauben kann. Ja, okay, ja, ich würde sagen, es hat einen silbrisch. Silbrisch? Silbrisch? Einen silbernen, metallischen Klang, ja? Der an irgendwie Glaskugeln erinnert. Silbermetallisch ist nicht schlecht. Du Assi, aber nice. Aber das war nice. Eine geile Vorlage. Das war eine hier. Geile, ja, nice. Prosten zum Wohl. Ich dachte noch, jetzt holt er aus, voll cool. Ich habe ja doch recht gehabt, ja. Irgendwie. Aber du hattest völlig recht. Es ist irgendwie silbermetallisch. Es ist in der Tat so. Mit den Glaskugeln ist nicht ganz richtig. Du wolltest vom Alk weg. Ja. Ich nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Prost, ja.
Das nächste Mal übernachte ich hier. Ja. Und dann gibt's für mich auch wieder mal eine ordentliche Portion. Du wolltest, ich wollte weg vom, vom Alk und dich fragen, was ist denn bei dir ein Summer Classic? Wenn du, ich weiß ja, wir sind ja da so ein bisschen unterschiedlich. Ich kann ja die heißen Temperaturen sehr gut ab, wobei ich zugeben muss, je älter ich werde, desto schwieriger wird's auch. Es wird anstrengend. Es wird anstrengend, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, 28 Grad das ganze Jahr, 3 Wochen an Weihnachten Schnee, dann nochmal 2 Wochen kalt, dann direkt wieder Frühling, 1 Monat und dann wieder 28 Grad, bin ich voll dabei. Aber bei dir ist ja eher so gemäßigt oder eher kühl, ist ja so für dich cool. Ja. Das weiß ich, da sind wir ganz unterschiedlich, aber wenn es denn so heiß ist, was ist denn dein Downer-Classic? Wie kommst du, wie chillst du, was machst du, wenn du dich im Sommer entspannst? Also, ich finde, was ich am Sommer in dem Sinne so cool finde, ist die mit der Hitze irgendwie einhergehende Trägheit. Mhm. Dieses Siesta-Prinzip ein bisschen. Zu sagen, ja gut, es ist halt voll heiß. Ich werde jetzt sicherlich nicht rausgehen, joggen in der Hitze. Also werde ich mich jetzt hinlegen. Und ich bin auch jemand, der gerne einen Ventilator dann hat. Mhm. Ich weiß, es kühlt nur so nicht so richtig. Ja, aber ich mag so diesen Lufthauch. Mhm. Also ich habe psychologisch schon Hilfe. Ich habe einen Ventilator, der auch mega laut ist, weil der eiert so ein bisschen, aber mir ist das egal. Ich mag dieses Geratter dann fast schon. Darf ich da noch mal kurz? Ja. Das hat doch was Filmromantisches, oder? Dieses am besten dann noch mit so Bändeln dran, weißt du, die dann so. Und sehr schön. Im Sommer, ich denke halt immer an Sommerferien, deswegen verknüpft sich das so leicht. Also, wenn ich jetzt an Sommer denke, dann denke ich an extreme Feuchtigkeit und Hitze. Unser Schulhaus ist wirklich ekelhaft. Du gehst so durch die Türme, da ist noch okay, da machst du das Klassenzimmer auf. Und wir haben halt draußen so ein bisschen so geteerte Dächer direkt vor den Fenstern. Boah. Da knallt's halt direkt rein. Du gehst ins Zimmer und denkst dir, okay, Leute, wir gehen raus. Yeah, wir gehen in den Wald jetzt. Und selbst da ist es dann super warm. Nee, wenn ich so an Sommer, an Urlaub, an Ferien denke, dann muss natürlich, auch wenn ich kein Riesenfan eigentlich davon bin, aber es muss schon sein, klar, Freibad und Baggersee. Mhm, mh. Ich bin kein Freibad-Typ, bin auch kein Baggersee-Typ gewesen. Sind wir beide gar nicht, ne? Nee, ich brauche Schwimmen nicht unbedingt. Aber ab und zu mal, und deswegen ist es vielleicht auch wieder ganz geil, ab und zu macht man es dann halt doch, weil halt die Kids wollen gehen oder irgendwer will irgendwo hin. Dann geht man halt mit. Und dann finde ich es auch cool. Und da dann halt dieses typische, dieser Lärm, der dann da mit dabei ist. Im Freibad natürlich auch die. Ja, das hat schon eine eigene Qualität, ja. Ja, diese Pommes. Pommes-Schranke. Diese übersalzenen Pommes mit Ketchup, mit diesem Ketchup, mit dem normalen Klassik-Ketchup. Ja, und das sind auch immer diese etwas dickeren Fritten, gell? Genau. Das, dann hier auch was, wie gesagt, eine Zitronenlimo und dann da unter einem Baum sitzen, dann ab und zu mal ins Wasser, unten drehen, von irgendwo runterspringen und dann einfach so abhängen. Es hat halt so eine. Es hat ein. Klingt komisch, aber es hat ein kulturelles Feeling irgendwie, weil es ja verstehe. Auch ein bisschen deutsche Kultur ist, diese Freibadkultur. Heute nicht mehr so wie früher, weil es gibt kaum noch welche. Nee, aber diese Baggersee-Freibadnummer, Schwimmbadnummer eigentlich, das ist schon würde ich auch sagen. Genau, aber es ist halt seit den. Sowohl Ost als auch West. Seit den 90er Jahren sind, glaube ich, gibt es nicht mal mehr die Hälfte an Freibädern, weil halt das keiner mehr bezahlen will, das ist irre teuer. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass es umgekehrt ist, dass die Leute zu viel Geld haben und lieber an irgendwelche Strände fahren und irgendwie in den Urlaub. Aber eigentlich, also ich finde, du hast schon richtig gesagt, das ist so ein Nostalgie-Thema auch von früher. Und eine coole Story. Ja, hau raus. Wir waren mit der Family wieder in Freibad in Grabenneudorf, ist ja nicht weit. Und lagen dann halt wieder rum und dann waren wir wieder im Wasser. Und mein Vater hat ja immer so einen Gag gemacht dann, weißt du, Richtung Dad-Jokes. Da hat er immer gemacht. War das jetzt unlängst, oder? Nee, das war als Kind, als ich ein Kind war. Ach, als ein Kind warst, okay. Und dann war ich halt wieder schwimmen eine Weile und kam dann zurück. Und er so, oh Gott, deine Lippen sind schon ganz blau. Ich so, ja, was, wie, was? sagte mir, soll ich dir, pass auf, ich habe einen Spiegel dabei. Ich so, ah, cool. Und dann hält er mir die Zeitschrift hoch, weißt du, der Spiegel. Ich so, komm. Ah, come on jetzt. Oh, ist der billig, aber geil. Ich habe auch gedacht, so Mann, voll blöd, jetzt weiß ich gar nicht, ob meine Lippen wirklich blau waren. Ja, voll ist eigentlich ein Dad-Joke mit einem U-Boot noch, ne? Irgendwie ist so voll bescheuert, ey. Ja. Nee, aber irgendwie, Freibad ist so eine Sache,
so wirklich sagen, ich plane morgen Freibad, würde ich nicht. Aber wenn ich mal da bin, gefällt es mir dann meistens irgendwie doch. Ist total witzig, weil meine Frau, unlängst, jetzt wo es wieder warm ist, halt, die geht gerne ins Freibad, gesagt hat, ach guck mal, ja mach mal, genau, ja. Ist ja gut. Ach guck mal, hier jetzt so warm und so, wenn es dann nicht gewittert, dann können wir ins Freibad gehen. Und dann habe ich gesagt, voll schön, dass ihr dann zusammen ins Freibad geht. Ja. aber ich komme dann doch immer mit und es ist ja so, wenn der Kleine dann sagt, Papa mitkommen, dann schmilzt du eh dahin und kannst es nicht lassen. Und sag, dann geht es mir genauso. Wie im Herr der Ringe. Nein, genau. Ich mach dann aber auch echt die alten Klassiker, wie du es eigentlich beschrieben hast. Ja. Also vom Sprungbrett springe ich nicht mehr. Das ist will ich auch niemandem zumuten. Aber ich lümmel dann rum. Ich esse Eis, esse Pommes frites und gammel halt einfach rum. Das ist total cool. Und Baggersee, also Er hat den Warenkorb nicht gespeichert. Oh nein. Aber ich weiß noch, okay, was du hast. Warte, ich red mal weiter. Ja, genau. Denk aber an meine Spezifikationen, gell? Ja, ne, die kenne ich nicht, die musst du mir gleich sagen. Aber ich leg schon mal los und dann... Ja, alles gut. Es ist eigentlich nur zwei, das ist gar nicht so viel. Naja, gut. Ganz am Anfang, als ich meine Frau kennengelernt habe, wollte die immer an den Baggersee gehen und ich wollte mir nicht die Blöße geben, zu sagen, ah nee, ich bin jetzt nicht so sehr der Fan von Baggersee und Schwimmbad und so, sondern ich wollte halt den coolen markieren. Und dann sind wir an den Linkenheimer Baggersee immer gefahren, weil ich dachte, wenn ich an einen Baggersee fahre, dann will ich an den... Oder war der nicht eher in Dettenheim, dann Rußheim? Also die hinten der raus heißt sind. Linkenheimer. Sicher, weil die meisten fahren bei... Also wir fahren nicht bei euch vorbei, sondern wir fahren vorher schon links. Also dann bevor zwischen, man... Zwischen, weißt du, wo der... Zwischen Eggsteuer, Lappolshave und Linkenheim. Nee. Man fährt schon Linkenheim runter von der B36. Ja. Und da, wo der Simon Hildenbrand gewohnt hat, erinnerst du dich noch? Ja. Vorher geht es dann links ab und dann geht es irgendwie so eine Straße runter. Okay. Dann ist das ist schon der Linkenheimer. Ja, weil die meisten gehen ja dann Richtung Dettenheim, Rußheim. Ah, okay. Da sind dann ja die Großen mit den Ständen und allem. Nee, da war immer nix. Okay. Ja. Also da war einfach, doch, da gab es einen Stand, da gab es auch Fritten und so eine Pizza, Toilette. Pizza Salami mit extra Pepperoni. Einfach Pepperoni und Mozzarella. Danke. Genau. Und da waren wir dann ganz oft da und das war eigentlich ganz cool, weil wir dann im Sommer, da gab es kein Kind und nix, da lümmelten wir dann in den Sommerferien da an dem See rum, sind dann zurückgefahren und waren dann ums Eck beim Thailänder draußen essen auf so Plastikstühlen mit geilem... Plastikstühle ist auch so Sommer herrlich. Irgendwie. Ja, herrlich. Ich liebe das auch in Italien, dieses Neonlicht, Plastikstühle, Celentano dudelt aus dem letzten Loch irgendwo hinten und du chillst einfach, ja. Und alle haben irgendwie Adiletten, das finde ich eigentlich nicht so cool, aber irgendwie da finde ich es dann halt, das ist einfach so, be Italian, scheiß einfach drauf und mach's dir gediegen. Finde ich schon ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Genau, also da, ja, das ist auch so ein Sommerding, kann ich mich anschließen, so ein Family-Ding. Ich wusste gar nicht, dass ihr früher am Baggersee wart. Also meine Eltern waren mit mir immer nur... Wir waren eher im Freibad. Im Freibad, da, genau. Ja. Da ging es halt recht gut. Baggersee ist halt dann auch früher kein Bademeister oder irgendwas gewesen. Genau. Gerade mit Kindern willst du ja in der Regel dann auch, dass da irgendjemand ist. Genau, richtig, ja. Weil als Eltern willst du ja eigentlich nicht schwimmen. Meine Mutter ist jetzt nicht so die Schwimmerin. Das heißt, sie ist immer da, wo die Treppen, wo es reingeht ins Becken, so bis Stufe 3. Ja. So. Und dann ist sie wieder raus. Mein Vater, kurz abkühlen. Mein Vater hat da ab und zu gesagt, er sieht quasi, recreational swimming ist quasi nix. Also wenn, dann schwimmt er wirklich Bahnen. Echt? Ja, war ja früher auch Sportler, Tennis und Langlaufen, alles gemacht. Ja. Also nein, warte mal, Ski, genau, Langlauf, Ski, das wusste ich. Nein, nicht Langlauf. Ja. Also, ja, Langlauf. Nicht Skilanglauf, sondern ach, einfach so 10.000 Meter ach und so. Ach so, gar nicht. Also nicht Kurzstrecken, sondern die Ausdauersachen. Okay. Dann habe ich das irgendwie falsch. Genau, dann ist er dann, ich schwimme, das ist quasi Sport für ihn gewesen. Und nicht, da plansche ich rum, das ist für meinen Vater. Der war doch immer mega schlank, gell? Ja, genau. Weil ich erinnere mich an das eine Bild, was du mir mal gezeigt hast, aus Mühlburg noch. Ja. Mit diesem Trenchcoat irgendwie. Ja. Abgefahren.
Das ist voll witzig, weil mein Dad auch ganz viel Sport gemacht hat. Der hat ja viel so Bergsteigen und auch viel so Naturkram und so. Und damals hatte ich das Gefühl, war das alles noch so ein bisschen unbefangener. Das hatte noch nicht dieses, ja, du brauchst dann Good Gear und Instagram und den ganzen Kram, sondern du hast dann einfach deine geilen Schuhe gehabt irgendwie und dann hast du da deine Freunde, mit denen du das machst. Ja. Los geht's irgendwie, ja. Ja. Auch gibt's Sommer... Medien für dich? Sommersongs, Sommerfilme, Bücher, wo du sagst, oh, das hat so was, da spüre ich die Wärme irgendwie. Voll die geile Frage. Da spüre ich Wärme irgendwie schon so, wenn ich mir die anhöre oder angucke. Ja, boah, total schwere, aber saucoole Frage. Gibt's auf jeden Fall. Es ist aber bei mir eher so, dass das gar nicht spezifisch Sommerthemen sind, sondern das sind Dinge, die ich mal im Sommer gemacht, gehört, gespielt, was auch immer habe und die sich dann deswegen als Sommerthema manifestiert haben. Ich habe zum Beispiel, es gibt von Portishead ein Album, dessen Name mir jetzt entfallen ist, obwohl ich es eigentlich ganz genau weiß. Ich schaue völlig nach, bin halber. Ne? Ja, mir fällt es tatsächlich einfach nicht ein. Ich war mal, ich glaube, das war 2006, ja, es war 2006, war ich in Barcelona. Sorry, du meinst Barcelona. Barcelona, genau. Und da habe ich dieses Album die ganze Zeit gehört. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und da lag ich voll oft am Strand, am Barceloneta. Eigentlich gar kein so schöner Strand, aber wir waren da halt, weil wir jung waren und blöd und keine Lust hatten, groß rum, ne? Und habe dieses Album rauf und runter gehört. Und obwohl das überhaupt keine Verbindung zu Sommerthemen oder sonst was, im Gegenteil, es ist eigentlich eher so ein Herbst. Das kann eigentlich dann nur das Album Portishead gewesen sein oder Dummy. Dummy ist es, ja. Dummy ist es, ja. Genau, Dummy habe ich gehört und das hat sich so eingebrannt, obwohl es überhaupt null, also es ist wirklich eher so für Leute, die bekifft. Es ist wie so eine neuronale Verknüpfung dann irgendwie, wie man manchmal einen Geruch riecht und denkt, das habe ich damals, ich komme aber nicht genau drauf, weil es keine richtige Erinnerung ist. Ja? Richtig. Das ist eins. Age of Mythology ist ein anderes, witzigerweise. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich das gespielt habe. Da war, kann es sein, dass es 2003 war, dieser extrem krasse... 2003, wo wir unsere Lesung auch hatten. Genau. Wozu wir bald mal auch ein eigenes Projekt haben, aber dazu... Das, und wo wir auch mal wieder ran müssen. Zu einem anderen Mal was, ja. Und da war es extrem heiß. 2003 war brutal. Ja. Da war es ganz heiß und das weiß ich noch, dass ich da in dem Zimmer im Brauhof saß, auf meinem abgefuckten Chefsessel und dann Age of Mythology gespielt habe. Und Buena Vista Social Club, da hat man ja eher schon die Verbindung zu wegen Kuba und Sonne und so. Und erinnerst du dich noch an das Gedicht Kuba? Zumindest dass es das gab. Ja. Da hatte ich mich ja verliebt in so eine Schülerin, die, glaube ich, 2 oder 3 Klassenstufen über mir war. Und ich war da volle Kanne verballert in diese Frau und war das das, wo du Sonne in Plural gesetzt hast und Leute gesagt haben, Sonnen gibt keinen Sinn? Das kann gut sein, ja. Lag ich unter Sonnen oder irgendwas? Das kann gut sein, ja. Ja, doch. Ja, stimmt. Müsste man nochmal nachgucken, ich habe das irgendwo noch rumgammeln. Und da kam so ein Theaterduo bei uns an die Schule, die ihre Reiseeindrücke als Theaterstück verarbeitet haben. Beide Schauspieler, also gelernte Schauspieler, die das aber dann nicht mehr weiterverfolgt haben, bla bla bla. Und die haben halt dieses Kuba-Stück gespielt und da lief Buena Vista Social Club. Mhm. Das habe ich da zum ersten Mal auch bewusst zumindest gehört. Und diese Verknüpfung aus Buena Vista Social Club, diesem Theaterstück, verliebt sein, das hat diese Connection aufgemacht. Und immer, wenn ich jetzt Buena Vista Social Club höre, ich habe übrigens, das muss man vielleicht noch ergänzen, bevor du abfeuerst, würde mich nämlich auch noch interessieren, ich habe die dieses Mädel irgendwann mal damals im StudiVZ, wenn du dich erinnerst, habe ich die zufällig gefunden, habe ich die angeschrieben, gemeint, hey. Für alle jüngeren Leute, das ist sowas wie Facebook. Genau. Nur halt für Studenten. Richtig. Und das nur in Deutschland, glaube ich, auch. Oder? Ja, ja, das war nur mega was Temporäres. Ist dann irgendwann abgeschmiert. Ja. Relativ schnell, ja. Da hat sich ja dann Facebook in Deutschland relativ zügig durchgesetzt und dann, also wurde dann populär und dann war das natürlich hinüber. Jedenfalls habe ich die ausfindig gemacht und dann hatte ich da geschrieben, hey,
damals, als ich in der 10. Klasse war, war ich voll in dich verliebt. Und dann hat sie ganz cool drauf reagiert und meinte, ach cool, da du damals nicht mein Freund geworden bist, darfst du jetzt mein Freund auf StudiVZ sein. Dann hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das ist eine taffe Ansage. Ja, so. War irgendwie ganz cool. Ja. Genau, also das sind so, da gibt es noch viele andere, aber das sind so ein paar. Ich glaube, später, wenn wir dann die Aufnahme beendet haben, werde ich dir wahrscheinlich sagen, verflucht, das ist mir noch eingefallen. Aber jetzt hau erstmal du rein, was ist denn bei dir da so die Connection? Gute Frage eigentlich, ja. Also ich habe, glaube ich, ein Buch, was ich sehr mit dem Sommer verbinde, weil ich es auch in einem Sommer gelesen habe, der in dem Sinne recht wichtig war, der Sommer 2014, der das mein Referendariat beendete. Also ich war die letzten Wochen bei mir im Referendariat im Kant in Karlsruhe und ja, ich hatte ja immer dann die Straßenbahnfahrt von Karlsruhe nach Lingenheim. Ist ja so die, meine alte, nostalgische Fahrt, weil die Strecke bin ich ja auch immer als Schüler gefahren und dann eben auch als Referendar, als angehender Lehrer. Und ich habe halt in der Zeit tatsächlich recht viel gelesen, weil ich halt die Bahnfahrt zum Lesen genutzt habe. Weil arbeiten in der Bahn kann ich nicht, so mit dem Notebook so. Bei der Straßenbahn geht es. In der Straßenbahn nicht. Also in der normalen Bahn geht's, aber in der Straßenbahn, die zuckelt dann immer irgendwo irgendwelche Kanten und nee. Aber ich habe da viel gelesen. Und am Ende so dieses Referendariats, wenn so der Stress rum ist und die Prüfungen und der ganze Scheißdreck vorbei ist, da hatte ich Joyland von Stephen King gelesen. Damals im Original noch, weil das kam da, glaube ich, gerade erst raus, 13, 14, und war in Deutschland auch noch nicht in der Übersetzung da. Außerdem, Stephen King lohnt sich immer im Original. Vor allem dieses Buch, weil es auch eins von den Büchern ist, die in der Übersetzung ganz brutal gelitten haben. Denn Joyland spielt in so einer Art Jahrmarkt, so einem saisonalen Jahrmarkt in den Staaten. Und er hat da sehr viel der sogenannten Carney-Sprache, diese Carnival-Sprache, also diese Abkürzungen, die eigenen Verben, Substantive, hat er halt dann im Vorfeld recherchiert und hat hinten, glaube ich, auch so ein kleines Register drin mit so Begriffen. Das ist so typisch Stephen King, dass er dann so cool ist, das noch hinzumachen. Ich glaube, auf jeden Fall hat er mit jemandem zusammengearbeitet, um halt diese, ist ein Soziolekt in einem gewissen Sinne. Stimmt, ja. Also, oder so ein sehr spezieller Soziolekt hat es eingebaut und das wurde im Deutschen halt. Das ist so eine Mischung, ne? Das ist irgendwie auch eine Fachsprache, irgendwie, aber es ist irgendwie auch nicht, weil. Ja, genau, und der hat es halt eingebaut und im Deutschen haben sie das halt einfach nicht nachbilden können, vielleicht auch. Vielleicht gibt es das im Deutschen so nicht. Ich glaube, es gibt's, aber es wäre wahrscheinlich albern gewesen, irgendwie Karneval und dann so Curle und so. Ne? Das wäre, glaube ich, nicht gut aufgegangen. Ja, also es hätte vielleicht nicht geklappt. Ja. Jedenfalls, das spielt, glaube ich, im ausgehenden Sommer. Ich glaube, das sind so die letzten Wochen, als dieses Ding noch auf hat und die Hauptfigur ist ein Student ein Schüler, der jetzt dann studieren will, aber jetzt noch so ein bisschen Geld dran schaffen will und der dann die Sommerferien über die letzten oder die Ferienübergang dann zum College oder zur University eben mit diesem Nebenjob verbringt, wo er dann halt alles machen muss, wo er an den Ständen ist, wo er im Maskottchenkostüm rumläuft, wo er die Scheiße warten muss, wo er halt der Arsch ist für diese ganzen Leute, die da schon ewig sind. Und dann geht es noch um so ein paar andere jüngere Leute. Eine verliebt er sich, auch das Übliche, ne? Das ist so eine bisschen Summer-Coming-of-Age-Geschichte. Ich würde sagen, ist doch so fast schon Bradbury-esque irgendwie, oder? Genau, und das ist ja auch teilweise, glaube ich, mit Bradbury-Bezug. Und ich könnte mir sogar vorstellen, das ist jetzt eine kleine Side-Note, dass man quasi Joyland und Something Wicked This Way Comes als Lektürenvergleich im Prinzip mal macht, weil Stephen King ja sehr stark von Bradbury auch inspiriert ist. Und ich glaube, da kann man sehr viele Connections auch machen, was diese Mythologisierung des Carnivals angeht. Diese besonderen Momente, die dann fast schon ja eigentlich sich der Realität entheben. Denn die hören dann da von so einer Art Mordfall, ja, dass da eine oder irgendeine Frau in die Geisterbahn reingefahren ist und als sie rausgefahren ist, war sie tot. Und spukt da jetzt noch vielleicht. Und die gucken dann halt, und es ist mehr so ein Kriminalfall im Rückblick erzählt. Und er hat dann halt in so einem komischen Strandhaus gewohnt, bei einer älteren Frau quasi in Untermiete. Und ich finde, dass es von den Büchern, die ich von King kenne, und ich kenne bei weitem nicht mal die Hälfte, weil er halt zu viel schreibt. Unglaublich viel geschrieben, richtig. Aber von den Büchern, die ich von ihm kenne, würde ich sagen, ist es das Beste sogar. Wow. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Es ist
kein typisches King-Werk und er hat es auch nicht in seinem typischen Verlag verlegt. Okay. Denn King hat ja immer mal wieder so Experimente gemacht. Er hat ja dann teilweise Ghostwriter als, und so, ne? Irgendwie. Ja, der teilweise als. Nicht Ghostwriter, als unter Pseudonym, genau. Hat teilweise als Richard Bachman dann geguckt, ob er es auch noch kann ohne den Namen. Hat auch geklappt. Und er hat mit dem Titel Colorado Kid. Hat er, glaube ich, gesagt, ich mache jetzt einen anderen Verlag. Das hieß irgendwie Hard Crime Verlag oder so. Da ging es um klassische Kriminalgeschichten, so ein bisschen Pulp Fiction, solche Sachen. Ja, so Raymond Chandler, diese Ecke. Ah ja, okay. Mhm. Und The Colorado Kid kam irgendwie gar nicht an. Und diesen Roman wollte er aber irgendwie in so einem ähnlichen Stil machen und hat dann wieder bei diesem Verlag veröffentlicht und nicht bei seinem normalen. Weil das wieder eine andere Art war zu erzählen und zu die Handlung einfach zu strukturieren. Mhm. Und den Roman weiß ich noch genau, ich saß in der Bahn, es war halt heiß, wie immer, es ballert die Sonne links rein und du liest dann von diesem Spätsommer irgendwo in, Und was Stephen King hier wirklich hervorragend macht, er beschreibt so genial, wie die Sinne da abgehen auf dem Carnival. Die Popcorn-Butter, die dann so langsam ranzig wird und rüberkommt, aber der Wind bringt dir quasi nicht das Schlechte, nur das Gute, wie so eine Blüte, wo im Hintergrund die Verwesung und dieser Lärm, der von links und rechts, ich musste so an Themepark ein bisschen denken. Ja, ja, ja. Diese Pseudo-Geräuschkulisse, die ja aus nichts Konkretem besteht, außer hier eine Musik und da quasi einer, da lacht jemand. Diese 360-Grad-Erfahrung der Sinne hat er so gut beschrieben, dass ich beim Lesen echt dachte, ich riech's jetzt selbst. Ja, fast. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist was wirklich Stephen King perfekt kann. Und deswegen würde ich sagen, das ist irgendwie mein Sommerbuch. Mm. Ja. Absolut, finde ich, ich hänge dir voll an den Lippen. Das ist eine ganz beeindruckende Episode, die du da schilderst. Und ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man so eine Connection dann hat auch zu dem Buch, ja. Mir ist auch noch eine eingefallen, aber die nur in Kürze. Ich hatte mal so einen Murakami-Sommer auch, wo ich einfach auch so ein bisschen, das hatte ich, glaube ich, aber mal in einer anderen Folge schon erwähnt, dann so die Sachen gemacht habe, die typischen Murakami-Figuren machen. Ja. Nämlich tatsächlich kaltes Heineken trinken, Pasta kochen und dabei irgendwelche Arien anhören. Ja. Und dann einfach da sitzen und ein, zwei Zigaretten rauchen. Ja. Und das war auch ein Sommer in Bayreuth, wo ich das so für mich entdeckt hatte. Da war ich aber auch gerade in der neuen Wohnung alleine nach der WG-Zeit und so. Und ist ja in einem gewissen Sinne, also diese Sommeratmosphäre, die Grundlage für die Linkenheimer Gespräche. Weil im Winter sind wir selten gelaufen. Es musste schon so sein, dass man eigentlich nachts noch im T-Shirt draußen unterwegs ist. Genau, das war das Optimum. Ja. Wir haben nur manchmal einfach so noch, um mal kurz irgendwie, da haben wir dann vielleicht mal eine kleine Runde gedreht. Könnte sein, dass es sich um Raucherpausen handelt. Ja. Vermutlich. Ja. Genau. Wie deine Mutter früher, als ich noch ganz jung war, immer gesagt hat, du kannst auch hier rauchen. Ja. Aber irgendwie hatte ich da immer, war mir das immer unangenehm, bis dann irgendwann auch echt alt genug war. Also dann so mit Anfang 20 war es dann auch echt okay. Ja. Und dann war es auch cool. Das mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Mit deiner Schwester noch immer geraucht. Ja. Und das war eigentlich immer ganz gut. Ich finde das ja immer noch verrückt, dass du das alles mitgemacht hast. Mir ist das erst in Worms so richtig bewusst geworden, muss ich ehrlicherweise zugeben, wie krass anstrengend das für dich gewesen sein muss. Nicht nur, Wir waren dieses Jahr in Worms. Richtig. Über ein Wochenende quasi. Genau, ja. Ja, also, dass du da in den Raucherläden mit mir immer drin warst. Und ich habe ja teilweise, wenn du bei mir übernachtet hast, in dem Zimmer, wo du geschlafen hast, noch geraucht. Erscheint mir heute als völlig irre, eigentlich das zu machen. War es ja eher andersrum, als wir in Worms waren. Wir hatten Wollte ich zum Nichtraucherkram, ne? Genau, ja. Wir hatten eine Location gesucht, um uns einfach gechillt reinzusetzen, wo nicht viel los ist, wo die Musik so ist, dass wir einfach quatschen konnten. Ja. Wir wollten so über Projekte sprechen, die wir machen wollen, die wir schon gemacht haben, wie es weitergeht. Und da wollten wir einfach uns irgendwo gechillt reinsetzen, ein Bierchen trinken oder einen Cocktail oder sonst irgendwas. Und in Worms ist die Auswahl echt nicht so groß. Unerwartet, gell? Ja. Es gab halt 8 Millionen Shisha-Bars. Ja. Und eigentlich so eine richtig schöne, gediegene Kneipe hatten wir eigentlich nicht. Haben wir gar nicht gefunden. Also es sollte schon einfach ein bisschen nett aussehen. Ja. Nicht, nicht zu viel los. Und dann waren wir halt in so einer Shisha-Bar. Und du bist schier verrückt geworden. Ja. Und da war klar, sie hatten halt dann diese, dann roch halt alles nach diesem Himbeerscheiß. Und du hast dieses
Das, oh, ja. Und ich dachte halt, ja, im Vergleich zu einem Raucherladen geht's echt noch. Es ist nicht ganz so schlimm, gell, tatsächlich. Und, ja, verrückt, aber dann hast du tatsächlich noch einen Laden gefunden. Ja. Das war ein cooler Laden. Einfach nichts. Ja. Beim zweiten Abend war ja wirklich gar nichts los. Tatsächlich auch nicht hinter der Bar. Weil ich glaube, am zweiten Abend war doch mein Gin Tonic so scheiße. Da haben die das so scheiße. Und beim ersten Mal haben sie ja echt richtig krass viel, prozentual viel Alkohol drin gehabt. Und beim zweiten Mal dann irgendwie nicht mehr. Als hätten sie es dir quasi wieder rausgezogen. Beim zweiten Mal hatte ich wirklich so ein... Klar, die haben das Glas von unten bis oben mit Crushed Eis voll. Und zwar mit diesen kleinen Dingern, die man an der Tanke kriegt. Ne? Ja. Und dann, das hat halt nach 5 Minuten hat es nur noch nach Wasser geschmeckt. Es hat sich so schnell aufgelöst. Ah, das ist bitter, das darf eigentlich nicht sein. Ja, Ahop müssten wir mal machen. Ja. Das ist, glaube ich, das nächste Ziel, oder? Lass da mal demnächst ein Wochenende mal raussuchen. Fände ich ziemlich geil. Für den Herbst. Genau. Hop dann ist auch Herbst, da ist im Sommer ist Hop. Das ist eigentlich wieder ein Witz, für den du dich entschuldigen musst. Tut mir leid. Da ich bin der, nicht, oh, hoppala, der hier dauernd, ich stoß hier immer, das gibt's ja gar nicht. Ja, genau, also der Sommer. Ein Klassiker, eine Sommererfahrung. Haben wir die Geschichte mit dem Sauerstofftank schon erzählt? Haben wir, ja. Aber da war es nicht richtig Sommer, glaube ich. Da, oder? Ich meine, als wir nach Hause gingen, war es da recht frisch. Es war frisch, gell? Es war noch nicht richtig kalt, aber es war auch nicht so, dass man jetzt einfach entspannt nach Hause gelaufen ist. Es war kein geiler T-Shirt-Abend. Ich liebe aber immer noch, das ist eine meiner schönsten Erinnerungen tatsächlich, dass wir beide gesagt haben, wer draußen länger auf einem Bein stehen kann, darf ansagen. Ob wir nach Hause gehen oder noch eine Kneipe machen. Und wir haben uns noch wirklich dazu entschlossen, einen Film anzugucken und wir haben dann zu Hause keinen mehr angeguckt. Nein, das ging nicht. Das ging nicht mehr, gell? Nicht mehr, ja. Es ist eigentlich sensationell, weil normalerweise würdest du dann noch sagen, du bist ja dann viel ausdauernder, also alle sind viel ausdauernder als ich, aber du bist dann, ja komm, dann gucken wir noch, und ich wäre dann so, lass mal noch anfangen und dann nach 3 Minuten. Dann, bin ich halt schon am Arsch. Aber da haben wir beide abgeliefert. Ja. An dem Abend. Ja. Habt ihr so, früher, wenn wir jetzt Richtung Schule denken, Sommerferien, habt ihr so typische Reiseorte irgendwie gehabt? Ja, hatten wir. Bei uns war es eigentlich immer Italien oder der Bodensee. Also Sommer, Bodensee, wir waren so oft am Bodensee, dass neulich, als meine Mutter zu mir meinte, ihr könntet doch an den Bodensee fahren, habe ich gesagt, nee. Den Bodensee in Ehren, ja, es ist wirklich wunderschön, etc., etc., ja. Alles gut, alles super, aber ich kann den Bodensee nicht mehr sehen, ja, sehen. Es reicht, und mit Italien geht's mir. Bei dir liegt so viel rum, dass ich kaum den Bodensee. Ja. Ich habe Sehnsucht und will immer mehr, ja. Aber Italien habt ihr ja ab und zu noch gemacht, ja. Ja, meine Eltern gehen ja nach wie vor noch, einmal im Jahr manchmal. Ja, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, aber manchmal zweimal. Italien waren wir ganz oft und ich kann auch immer nach Italien. Also eigentlich auch egal wo. Das sage ich jetzt so großkotzig, war eigentlich hauptsächlich in der Toskana, da aber dann auch wirklich überall. Also auch diese Küstentoskana, die selten gemacht wird, sehr empfehlenswert. Und Padua, Venedig, da die ganzen. Aber so weiter im Süden, da war ich noch nicht. Und Rom auch nicht. Also Rom würde ich auch echt gerne mal sehen. Oh, auch nicht. Du warst halt schon zweimal dort. Zweimal Rom, du warst sogar zweimal, ja. Das war wirklich scheiße. Also Rom ist nichts für mich. Es ist halt, glaube ich, sehr anstrengend auch. Gell? Also, klar, es ist halt warm. Ich finde es aber auch nicht schön. Klar, sie haben dann paar von diesen Monumentalbauten. Aber immer, wenn man halt dann dahin läuft, läufst du an so vielen schäbigen Hinterhöfen vorbei. Überall stinkt es nach Müll. Molochig halt. Ich war zweimal da, einmal von der Papstwallfahrt. Mhm. Und einmal mit der Schule, also Lateinkurs. Und beides Mal dachte ich, muss nicht unbedingt, ne? Ehrlich gesagt, ich wähle Latein ab, so im Nachhinein. Weil das ist Rom, ist dieses Rom, über das wir seit Jahren sprechen. Okay, gut. Ja. Also, nee, Rom brauche ich nicht. Ja. Tatsächlich war ich aber außerhalb von Rom noch nie in Italien, ja. Also da würdest du sicher auch deine Freude an verschiedenen, das ist ja auch total vielfältig, also Austertal, dann so irgendwie Schnee und die ganzen Alpen und so weiter. Und Sardinien, das sind ja schon
ja, komplett zwei Welten, ne? Und die Mentalitäten sind ja auch durchaus unterschiedlich. Also, aber gut, ich wollte eigentlich nur sagen, ich kann irgendwie immer nach Italien, weil es immer so dieses Gediegene auch hat und so ein bisschen dieses, ja, scheiß drauf, ja, irgendwie, das finde ich ganz cool. Ich finde es auch, ich sag jetzt mal was Krasses, ich finde den Verkehr in Italien viel geiler als in Deutschland. Ja, das ist vielleicht, Rom muss man wirklich rausnehmen, aber die Leute reden miteinander. Und ich erinnere mich noch, ich bin seit über 20 Jahren unfallfrei, aber ich bin irgendwann mal an einer Ampel in Italien einem Typen hinten aufgedotzt. Und dann dachte ich schon so, oh nein, scheiße, fuck, ja. Und der stieg dann so aus und kam so und hat sein Auto angeguckt und dann grinst er mich an, zeigt mir den Daumen hoch und sagt, alles cool. Das ist so geil. Ja, so in Deutschland fast unvorstellbar eigentlich sowas. Also ja, kein Thema, so ist mir halt draufgefahren hinten. Egal. Ein Bira Moretti. Muss man halt dann selber auch machen, ne? Wenn einer ja, genau, einem hinten drauf muss, genau, dann kann man nicht sagen, nee, der muss mit, nee, ja, muss ja, auch nee, sagen, okay, weißt du was, komm, ich scheiß drauf. Mein Cousin fix das. Genau, ja. Genau, ja. Und das mag ich und deswegen, ja, bei uns war das immer die Toskana und da wir alle sehr hitzeunempfindlich sind, war das auch im Sommer immer, auch im August oder so, gar kein Thema für uns da dann hinzufahren. Ja. Also die zwei. Wie war es bei euch? Gut, klar. Eifel. Natürlich. Down. Ja. Downtown. Ja. Nee, also wir sind zum ersten Mal, glaube ich, 89 wow, in die Eifel nach Down gefahren. Damals noch ins Dorint Hotel. Oh, krass. Das ist ja schon lange nicht mehr das Dorint Hotel. Ich glaube, Dorint gibt es auch gar nicht mehr. Ich glaube, die haben irgendwann. Ist es nicht Novotel einfach? Ja, genau, die sind glaube ich, übernommen. Irgendwo aufgegangen. Aber Dorint war eigentlich immer eine richtig krasse Adresse. War ja auch am ja, ja, das Kongresszentrum ist ein krass teures Hotel. Hotel, ja. Ja. Und 89 waren wir das erste Mal da. Da war ich 5. Und dann gab es ein paar Jahre, da konnten wir es uns nicht leisten. Und wir waren halt immer in den Sommerferien, logisch. Klar, waren sonst mit zwei Kindern, die in der Schule sind, meistens so 2 Wochen, manchmal auch weniger, je nachdem, wie so die Kostenlage war. Und ich fand halt Down, beziehungsweise die Eifel immer so cool, weil ich habe da den Eindruck, da ist ein paar Wochen früher Herbst als bei uns. Also du hast schon diesen Beginn des Herbstes gehabt. Bei uns in der Rheinebene in Linkenheim ist ja auch nicht viel mit so dichten Wäldern, Tannenwälder sowieso nicht, alles so Laub- oder Mischwald. Aber klar, in der Eifel hast du halt viel diese harzigen Tannenwälder. Du riechst es, du steigst da aus und du riechst, du bist in der Eifel. Und ich fand das immer mega. Und ich weiß noch, wir waren irgendwann auf dem Weg. Es war bei uns natürlich mega heiß und dort ist es ein bisschen kühler. Und wir haben irgendwann so unser Schiebedach aufgemacht. Gibt es halt auch fast nicht mehr. Und ich strecke so die Hand raus und denke, ist voll warm immer noch. Und dann habe ich so gefragt als Kind, so ist es in der Eifel auch so warm wie jetzt gerade? Und dann so, ja, vielleicht gucken wir mal. Es gab schon super heiße Sommer da, die auch teilweise echt voll waren. Damals als der Nürburgring noch relevant was war, das ist ja direkt da um die Ecke. Okay. Also, ja. Haben dann halt alle da übernachtet, da war halt immer voll. Aber ich hatte immer so dieses beginnende Herbst-Feeling, was ich sehr viel geiler finde als den Hochsommer. Ja. Und das war für mich so die Einläutung dann auch des neuen Schuljahres dann auch, weil wir waren meistens am Ende dann in der Eifel. Und dann irgendwann, als ich auch im Studium war, sind wir halt häufig dann Ende September erst. Oder dann in den Herbstferien. In den letzten Jahren waren wir immer in den Herbstferien, dann halt nur eine Woche. Und dieses Jahr aber zum ersten Mal wieder in den Sommerferien. Na, weil meine Family, die kriegen eine neue Katze im Herbst und die kann man dann direkt eine Woche allein lassen. Also haben wir gesagt, okay, wir ziehen das vor. Die Kids sind auch gerne da. Und klar, die haben halt auch ihre ersten Kindheitserinnerungen da, weil wir immer da sind. Ja, jedes Jahr waren wir da. Und ich habe mir es ja seit 2-3 Jahren zur Gewohnheit gemacht, dann eine separate, das ist so eine Art Resort mit so verschiedenen Bungalows, ist mir zur Angewohnheit gemacht, einen eigenen zu nehmen. Weil klar, mit allen drin, da muss ich dann auf dem Sofa schlafen und dann, ich schlafe gern ein bisschen länger und dann ist es nervig. Ja, mit Kindern ist es, wenn Leute dann aufstehen wollen. Vor allem, nee, die Kids sind nicht das Problem. Mein Vater steht morgens um 5 Uhr auf. Immer noch, ja, klar. Und dann lege ich da, nee, das ist dann allen dann zu blöd.
Also hole ich mir selber so eine Bude, habe dann so ein Bungalow für mich. Und da habe ich dann immer quasi Schreibferien gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir mittags oder vormittags oder wann auch immer, gehe ich mit auf die Touren, wir machen die Moselfahrt, wir gehen in den Indoor-Spielplatz, wir gehen auf, in den Freizeitpark nach Koben oder irgendwie nicht Koben, wie heißt denn der oben bei Cochem? Klotti-Park oder so. Ja? Okay. In Klotten, ja. Genau. Koben ist nochmal woanders. Das war Eden-Koben? Nee, nicht Eden-Koben. Drei Koben. Koban-Gondorf, das ist das andere. Das ist weiter. Ach, das meinst du? Ja. Yeah. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann gehen wir halt noch essen und dann schreibe ich halt. Und ich genau, in den letzten ich wollte eigentlich da, schon darauf hinweisen. Ich habe eigentlich zwei, drei Jahre mich dann halt immer zurückgezogen, um einfach an meinen Projekten zu arbeiten und habe dann halt auch jeden Tag dann meine 5000 Wörter dann runtergezogen und war dann halt bei, was weiß ich, 10 bis 20.000 Wörtern, was einen ja schon echt voranbringt, wenn man sonst oft nicht die Zeit hat, so viel Zeit zu investieren. Ja. Und deswegen, ich gehe tatsächlich immer noch in die Eifel. Du hast vorhin gesagt, Bodensee kannst du nicht mehr sehen. Ja. Down, ich würde jedes Jahr immer wieder hingehen. Es ist für mich so ein, wie so keine zweite Heimat. Das wäre jetzt echt übertrieben. Aber ich habe ja auch mit dem Gedanken gespielt, da einfach mal irgendwann hinzuziehen, wenn ich kann. Ja. Weil da der Literaturbetrieb ist da nochmal ein ganz anderer. Da gibt es 8 Millionen Lesungen. Und du hast ja einen krassen Literaturbezug, auch unabhängig davon, einfach zu diesem Ort tatsächlich. Ne? Richtig, ja. Und ist einfach, ich finde die Eifel mega cool, ich finde die Leute da geil, ich finde den Dialekt cool. Ja, das ist schon cool. Ja. Und deswegen, also, ich werde, glaube ich, für immer. Aber es ist doch voll schön, wenn man da sowas hat. Man weiß, wo die Sachen sind. Ja, ja. Was ich nicht leiden kann bei neuen Urlauben, du weißt nie, wo irgendwas ist. Ja, klar. Wo es ist Reiz und gleichzeitig ist es auch nervig. Weil, richtig, ja. Genau. Und das, glaube ich, mit zunehmendem Alter auch. Also, ist es bequem. Ich frage mich zum Beispiel immer, warum meine Eltern eigentlich immer wieder auch also zum gleichen Ort oder ganz arg in die Nähe und dann eigentlich immer das Gleiche machen und so. Aber die genießen das halt einfach und das ist halt deren Form von zur Ruhe kommen. Und da spielt das, glaube ich, was du sagst, nämlich auch eine wichtige Rolle. Da muss man sich dann nicht neu einfinden, bliblablub, sondern man kann einfach da die gewohnten Abläufe... Ja, ja. Seine anderen Rituale dann genau. Feiern. Ich weiß, wenn ich da ankomme, dann hole ich den Wagen, fahre runter zum Hit. Der ist inzwischen woanders als vor 20 Jahren, aber ist egal. Und dann weiß ich, in diesen Tagen werde ich nur Scheißdreck essen. Ich werde, weißt du, diese billigen Mikrowellen-Burger machen, geil. Weil ich... Aber das ist so geil. Ich habe hier selber keine Mikrowelle, also feiere ich es dann, wenn ich es mal machen kann. Oh, die sind voll scheiße, aber irgendwie dann halt auch wieder nicht. Es hat halt den Charme, dass wir machen den Laden hier voll mit Zeug und dann wird gechillt und geschrieben. Richtig, genau. Also so eine... Es hat... Was Campiges irgendwie, Ja, irgendwie, aber also, auch... Ist so ein Luxus, es ist schon ein Luxus. Camp, nicht im Sinne von Luxus, Camping, sondern so ein Schreibcamp quasi. Und, genau. Und dann hier so eine schöne Dose dabei, Lautsprecher und dann irgendwie so ein Chill-Mix hören und dann schreiben und dann irgendwann diese Burger fressen oder irgendwie. Geil. Das, weiß nicht, das ist für mich ein Urlaub, der es dann auch wert ist. Ja, natürlich ist es keine Entspannung, aber ich kann halt morgens ausschlafen bis 11. Dann ist man ein bisschen socializen. Mit der Family sozusagen ein bisschen Action machen und dann halt auch wieder was Produktives machen. Weil ich komme nicht klar darauf, wenn ich keine Zeit habe, an meinen Projekten zu arbeiten. Ja. Aber jetzt, das können wir als Abschluss noch machen, über die letzten 4 Wochen reden und überhaupt... Über die letzten 2 Monate eigentlich. Warum haben wir seit Februar nichts mehr gemacht? Ja, wir haben nicht seit Februar voll den Stress, aber die letzten 2 Monate dachte ich auch wieder... Oh. Ich war dieses Jahr erstaunlicherweise sehr lange recht gut drauf. Also bis fast Pfingsten, würde ich sagen, war ich sehr energiereich. Mm. Ich konnte nicht immer was machen, ich konnte nicht immer auf YouTube was posten, aber ich konnte immer ein bisschen was machen. Mm-hmm. Und dann nach Pfingsten bin ich in so ein Loch gefallen, das hieß Abitur. Und dann plötzlich stapelt sich dann noch das und jenes. Wenn es nur Abitur gewesen wäre, hätte ich gesagt, gut. Ist halt jedes Jahr, ne? Aber und dann komme ich abends nach Hause und denke, ja, bitte noch das machen. Auf Teams kommt ständig bedimp, bedimp, bedimp. Oh Gott, und oh Gott. Noch 2,5 Wochen und dann ist gut. Sind Sommerferien. Also ich habe mich in keinem Schuljahr bis jetzt so energielos und frustriert, gar nicht im Sinne von, dass ich jetzt auf irgendwelche Personen oder was, sondern einfach so grundfrustriert, weil ich irgendwie dachte, oh, das hört nicht auf, ja. Und irgendwie ist ja jedes Schuljahr gleich und ganz anders trotzdem. Mhm. Und also das war wirklich auch, ich hatte die letzten 2 Monate
auch, ich konnte auch gar nichts Neues anfangen so richtig, ja, weil ich immer so eine Blockade innen drin hatte von wegen, ja, nee, irgendwie, ah, das muss jetzt erstmal noch vorbei sein und so. Vielleicht kann ich damit noch ein bisschen was abschließen. Ich war heute auf dem Weg zur Kita, um den Kleinen abzuholen, habe eine Kollegin getroffen. Und dann haben wir so einen Klönschnack gemacht, wie man in Hamburg sagt. Wir haben so auf der Straße ein bisschen, ja, mit den Hund dabei, ein bisschen gelabert. Und ich habe dann zu ihr gesagt, na, hast du jetzt auch den 2,5 Wochen, habe diese Tunnelgeste gemacht. Ja? Und dann sagte sie so, nee, eigentlich nicht. Der Sommer ist doch jetzt, hat sie dann gesagt. Ja. Und sie hat heute Abend noch Tango und ja, Schule ist anstrengend und so, aber die anderen Sachen sind halt auch noch da. Und dann geht sie morgen essen und es ist gerade Zeltevil und da ist sie verabredet. Und dann dachte ich, du Idiot, du verfluchter Idiot. No! Ja, genau, da hat sie vollkommen recht eigentlich, ja. And that's when he realized that he had fucked up. Fucked up, genau. Also da könnte ich mir auf jeden Fall meine Scheibe abschneiden. Und ja, irgendwie, wir beide waren jetzt auch echt. Also es war schön, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns aber relativ wenig gesehen. Und wenn wir uns gesehen haben, haben wir einfach gegessen, 2 Filme. Und dann musste ich schon wieder los, weil ich sonst eingeschlafen wäre. Ich meine, da war auch mal wichtig, das mal wieder so reinzuholen. So ja, diese, ja. Also absolut wichtig. Also mir war das ein großes Anliegen. Aber wir haben uns jetzt echt 2 Monate lang wirklich kaum gesehen. Du warst zweimal da. Wir haben zweimal gezockt abends. Ja, so. Das war nichts Richtiges. Also ungewöhnlich, aber wir hatten irgendwie beide so ein Low-Ass-Vibe irgendwie, ja. Und jetzt bist du ja wieder, kommst du ja wieder zurück. Du hast ja gesagt, nee, komm, wir bestellen zwar was, aber konnte ich dich vorher noch dazu überreden, dass wir nicht essen, bevor wir aufnehmen. Richtig, weil sonst sind wir, eine gute Idee war. Weil sonst sind wir wieder so sofamäßig drauf. Ja, voll. Du hast gesagt, komm, lass doch mal was machen. Ja. Lass doch mal ein Let's Play noch mal zusammen aufnehmen oder irgendwas. Ja. Lass hier was machen und dann Summer Mixtape, sind wir recht schnell drauf. Du hast noch ein Thema parat fürs nächste Mal. Richtig, ja. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern, weil jetzt sind wieder jetzt Klassenfahrt und Zeugnis. Ah, du bist nächste Woche weg dann wahrscheinlich. Genau, ne? Ja. Können wir nachher gleich mal schnacken. Ich bin ja nicht dabei, obwohl ich Klassenlehrer bin, weil ich ja eigentlich nach Kanada gegangen wäre. Bock hab, so. Ja. Nee, ich dachte, da sind wir dann gerade, es wäre im August dann losgegangen. Ja. 2,5 Wochen vorher wären wir dann voll in diesen Umzugs Dingen drin gewesen und jetzt kann ich sagen, glücklicherweise gehen wir nicht, weil jetzt sitzen wir hier und haben das Problem nicht, dass wir irgendwie uns Systeme überlegen müssen, dass wir uns nicht auseinanderleben. Also wir hätten uns nicht ganz auseinandergelebt, bla. Ja, aber die Zeitverschiebung hätte schon die Phasen, in denen man gescheit zusammen was machen kann, verknappt. Richtig. Ja. Und deswegen bin ich da nicht dabei. Aber ja. Nice. Ja, ein schönes Mixtape. Ja. Was habt ihr denn noch für Themen, die ihr mit dem Sommer verbindet? Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare erzählt schreiben. Erzählt eure Summer Story. Ja. Das kann eine Summer Love Story oder eine Summer Hate Story oder was auch immer da sein. Da hätten wir auch noch ein paar parat gehabt, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Oder was auch immer, einen Sommersong, ein Sommerbuch, was auch immer ihr habt, schreibt es uns einfach. Das wäre geil. So, und jetzt kommt gleich was vom Griechen. Du hast eine Pizza. Ich habe eine Pizza, genau. Ich habe einen griechischen Grillteller. Was auch eine sehr gute Wahl ist, ja. Ja, gerade auch hier so Tzatziki hat auch dieses kühlende. Ja. Mit so Gurken und ja. Die Griechen haben es ja auch heiß, also die wissen schon, wie man herzhaft und trotzdem kühl irgendwie zusammenbringt. Richtig, ja, aber ich will jetzt nicht, dass ihr zu hungrig werdet, wenn ihr gerade im Auto sitzt und denkt, oh, ich hab, es ist morgens. Oh, Gyros. Deswegen war cool, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, in Folge 31, der Linkenheimer Gespräche. Ein PS habe ich noch, Max. Ja. Wollte ich mal sagen, es gibt ja dieses Spiel, das heißt Contraband Police. Möchtest du?